Abul-Bara, bist du durchgedreht? Seit du aus Berlin raus bist, hast du deine Gedanken geändert? Nein, nein, nein. Walhamdulillah, wir reden nur mit Beweis. Ich wiederhole, dass du weiterlebst und dabei sündig bist und Allah nicht kennst, so ist der Tod zu diesem Zeitpunkt besser für dich sofort, als dass du weiterlebst. Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Beweis, Abul-Bara. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Die Besten unter den Menschen sind diejenigen, die ein langes Leben bekommen. Ein langes Leben. Vielleicht lebt er 60, 70, 80, 90 Jahre, während er dabei was? Gute Taten verrichtet. Wann ist das Leben gut für uns, dass wir lange leben, wenn wir gute Taten verrichten? Und die übelsten, schlechtesten Menschen sind diejenigen, die ein langes Leben bekommen, aber üble Taten verrichten. Weil je länger du lebst, umso mehr versammeln sich diese Sünden. Umso mehr wirst du an Strafe Yawmul Qiyama bekommen. Das heißt, wenn wir diesen Hadith verstanden haben, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit für uns. Wenn wir die Errettung wollen, möge Allah Azzawajal uns Sicherheit geben am Tage der Auferstehung. Diese Errettung ist, dass wir ab sofort Tauba machen, bereuen bei Allah Azzawajal und ab jetzt versuchen nur gute Taten zu machen. Abul-Bara, du erzählst immer so viel. Glaubst du, wir werden sündenfrei sein? Das habe ich nicht gesagt. Wir haben gesagt, aber einer kennt seinen Herrn Allah. Und er dient Allah. Und wenn er sündigt, was macht er gegenüber Allah? Er bereut. Das ist der Diener, den ich meine. Und wir sind alle dieser Diener. Keiner von uns hat die Stellung von einem Propheten oder von einem Engel. Bei Allah, keiner von uns. Liebe Geschwister, wisst ihr sogar, dass große Sahaba gesündigt haben? Auch sie, obwohl sie auserwählt wurden von Allah Azza wa Jal, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei seiner Botschaft zu begleiten. Auch sie haben Sünden gehabt. Aber der Unterschied zwischen ihnen und uns ist, dass diese Leute nicht liegen geblieben sind nach einer Sünde, sondern sie haben sofort bereut und haben weitergemacht mit dem geraden Weg. Das hat sie unterschieden von uns. Was uns anbelangt, wenn wir auf den Boden fallen, dann bleiben wir so lange auf dem Boden liegen, bis wir jemanden sehen, der an uns vorbeikommt und dann sagen wir, mach Dua für mich, dass ich aufstehe. Wie wir das heute sehen. Mach Dua, dass ich bete. Mach Dua, dass Allah mich recht leitet. Ja, wie? Wenn du nichts tust, dann wird Allah Azza wa Jal dir auch nicht helfen, auch nicht mit einem Dua. Allah Azza wa Jal sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen. Welches Wort haben wir hier? Abmühen. So werden wir sie unsere Wege leiten zum Guten, zum Paradies. Aber wenn du nur sagst, Allah ihdini, Allah ihdini, Allahumma ya Rabbal Alamin ihdina. Das ist nur... Das sind nur leere Wörter, nichts anderes. Du musst dich anstrengen, etwas tun und dann sagst du, Allah soll mich recht leiten.